Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft Sky Factory. Hi Microsoft. Hallo Leute, willkommen zurück. Yo, und es geht weiter. Wir haben ein bisschen gewartet, wir haben hier endlich eine Melone, die heilige Melone. Und ich werde sie jetzt abbauen. Achtung, 3, 2, 1. Melonen! Oh, vier Melonen. Und wir haben hier auch noch ein bisschen Getreide. Mit Rechtsklick ernten wir hier nur, ich wollte gerade sagen, nur das Produkt, aber das stimmt gar nicht. Wir kriegen auch noch ein paar Seeds. Wir haben Potatoes. Eine, toll. Eine Potato haben wir gekriegt. So, und wir müssen unbedingt darüber auf die Plattform. Eigentlich hat der Mephisto die Scheiße gebaut. Wie immer. Ja, ja. Immer auf mir auslassen. Ich mache mal wieder ein paar Steine klein, die wir noch haben. So ziemlich unsere letzten Steine, aber ich werde diesmal kleiner gehen. Als die Steine. Als Kies. Jetzt haben wir, wie gesagt, Kies. Habe ich in der letzten Folge alles schon erzählt. Den klopfen wir jetzt zu Sand. Ja, sei mal kurz leise. Ich würde auch was sagen. Weil wir haben hier Palms Harvest Craft drauf. Natura ist es. Und zwar heißt es, bei Natura können wir ein einzelnes Wheat hier ins Crafting-Feld legen und wir kriegen Wheat Flour raus, also hier Mehl. Und das Mehl können wir braten und daraus wird direkt ein... Ach, da hast du noch. Da wird direkt ein Brot raus. Ja. Da ist viel effektiver. Ja, und ich habe jetzt aus dem Kies Sand gemacht, dem Sand zu Staub und den Staub siebe ich gerade in der Hoffnung, dass ich ein Knochenmehl kriege, aber es kommt Brot. Irgendwie nichts raus. Brot! Ich hab Brot! Schön, ich hab Hunger. Ich hab zwei Brot. Ja, ich werde jetzt essen. Und dann ja! Ein verdammtes Knochenmehl kam. Und dann werde ich gleich rausgehen und den Monstern mal auf die Latte hauen. Ich hoffe, dass ich vorher noch schlafen kann. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen im Nei rund geguckt und möchte uns gerne eine Gießkanne machen. Aha, es lag wirklich daran. Wir wollten gerade schon schlafen, das ging nicht, weil wir einfach zu viel Hunger hatten. Wahrscheinlich wären wir dann nicht mehr aufgewacht. Ich habe eine Gießkanne. Nee, ich habe, warte mal. Haben wir noch zwei Holz? Ja. Ich möchte mir nämlich ein Schwert machen. Steinschwert, aber besser wie nichts. Ist ja Wurst. So. Ich gieße es. Guck mal. Huhu. Nein, ich muss Witch runterhauen. Okay, aber es funktioniert. Ich habe eine Coven Witch. Die können wir erleben lassen. Eine Kurvenhexe. Toll, ich habe gerade umständlich Bohnenmehl hergestellt. Ist das auch eine Kurvenwitch? Oder haut die mich? Ja. Ach so, die machen ja gar nichts. Aber töten können wir die trotzdem, oder? Mach doch. Minecraft wird immer alles umgeboxt. Hä, was hat die jetzt gedroppt? Ein Stick. Toll. Ich habe Saplings vergessen. Ich hab Karotten. Guck mal, da ist noch eine Melone. Sehe sie. Ich hab auch noch einen Spring. Warum hab ich die jetzt gegessen, statt sie zu pflanzen? Da! Ja, du Held. Ich hatte halt Hunger. Da denkt man nicht nach. Das kenne ich irgendwoher bei Mephisto. Immer essen. Ja, diesmal habe ich mein Essen richtig rüberbringen können. Sogar mein Minecraft-Männchen war kurz vorm Verhungern. Aber jetzt haben wir ja keine Nahrungsprobleme mehr. Weil so eine Gießkanne einfach imbar ist. Ja, das stimmt schon. Stell ich mir mal für echt vor, du willst irgendwas im Garten anpflanzen, stellst dich eine halbe Stunde mit der Gießkanne dahin und gießt es und es ist fertig. Ich hau die Melone hier nochmal klein.
Nichts, nichts. Alles gut. Nee, ich hatte hier gerade. Ach, verdammt. Möhren abgeerntet, die dann irgendwie einfach nur weg waren. Nichts gewachsen. Ja, viel, viel Birkenholz habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man Bäume gießen kann, dass sie schneller wachsen. Das werde ich als nächstes ausprobieren. Normal geht's. Ich erinnere mich daran, dass Mavier das schon diverse Male gemacht hat. Du musst mir wie R sagen. Oh, das mag er. Muss ich nur wieder die Form hier richtig hinkriegen. Ich weiß schon, dass ich jetzt als nächstes wieder eine persönliche Beschwerde von ihm bekomme. Weil ich nur seinen Gnomen Maybe R nennen soll. Und nicht ihn. Mir das aber egal ist. Ja, ich hab 6 Kartoffeln. So, wir brauchen mehr Dings hier. Dings hier? Ja, warte mal, ich gebe dir mal das Futter. Geh mal Bäume pflanzen, Bäume gießen. Nicht bevor ich was gegessen habe. Aber das kann ich jetzt machen. Ja, ich habe hier auch noch 4 Melonen, also jetzt haben wir gerade genug Essen. Es ging relativ schnell, dass wir genug haben. Ja, die Gießkanne ist immer, hallo? Wir hatten sowieso jetzt gerade ein bisschen und jetzt mit der Gießkanne. Ich nehme sogar mal nicht alles mit. Kartoffeln habe ich auch, keine Ahnung, wo die herkommen. Und die habe ich dir zugeworfen. Ah, okay. Wir brauchen dann gleich noch ein bisschen Erde, wenn ich die Plattform habe. Ich habe die Gießkanne weggelegt. Weil du. Ja. Ich habe alles aus dem Inventar gepackt, auch die Gießkanne. So, jetzt bräuchte ich hier die Mitte. Ich hoffe, dass es die hier ist. Oder soll ich da gar keinen. Soll ich hier einen Verbindungsweg machen oder nicht? Wo hier? Da haben wir die Plattform. Ja, hier spawnen irgendwie immer viel zu viele Gegner. Okay, dann heißt das wohl nein. Eben hat's geklappt. Ja, dann geh einfach zum nächsten. Mensch, was ich gerade mache. Ich glaube, da wäre es auch effektiver, wenn die einfach nebeneinander stellen, wie so eine Baumfarm. Guck, jetzt ist die Gießkanne ja, glaube ich, 3x3 Felder gießt. Ja, aber dann hast du ja keine. Und das ist immer unterschiedlich. Dann fallen ja keine Saplings mehr. Warum? Außerdem gibt es für eine Baumfarm ja dann noch eine extra Plattform. Da kriegt man schon alles hin. Ups. War jetzt erstmal genug Holz, damit ich die Getreideplattform fertig machen kann. Meine Freizeit nichts besseres, dumme Bäume zu gießen. Und das zu tun vergessen. So. 37 Blocks. Ich bin wieder spät, bald Zeit fürs Mittagessen. Ach, Mittagessen? Du schon wieder. So, musst du mir gerade mal wieder die Kamera herholen. Das Kameraprogramm. Jetzt fahren wir mal wieder weg. Ist mal wieder abgehauen. Nein, jetzt habe ich glaube ich einen Fehler gemacht. Öfter mal nichts Neues. Was hast du gemacht? Nur ein Holzblock falsch gesetzt. Zu früh gesetzt. Und ganz viele Setzlinge hier überall stehen lassen. Wir brauchen unbedingt. Ne, warte mal. Unter den dunklen, unter dem Sprucewood ist ja gar kein Holz mehr. Ja, schon. Fallen. Nein. Shift ist mein treuer Begleiter. Oh Gott. Wie habe ich das gebaut? Ich finde, so reicht. Ja, danke. So, ich habe hier mal ein paar Bäume wachsen lassen, die anderen wachsen auch von alleine nach. Ich glaube, hier muss ich 2 raus. Kann das sein? Ich finde es übrigens sehr praktisch, über der Nahrung sieht man bei mir so eine Anzeige mit so grauen Punkten. Eine Art Balken, der von rechts nach links voll wird und der zeigt einem genau an, wenn er einmal links hinter den Keulen angekommen ist, jetzt verlierst du gleich Nahrung. Das heißt, man weiß immer genau, wie weit man ist, bevor man hungriger wird. Bei mir seht ihr das ja auch. Ist sehr schlecht zu erkennen, finde ich. Aber so grau schattiert. Mir sieht man es noch ganz gut. Aber ich habe vergessen, was ich machen wollte. Ach ja, wir wollten
Genau, 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 genau. 5, 6, 7. Mach uns ein paar Stöcke und aus den Dingern ein paar Pattern. Sordela, wir haben Pattern. Was willst du mit Pattern? Ja, Tinker! Oh, jetzt schon! Alter, gehst du ab. Ja, von nicht kommt nicht. So, was müssen wir machen? Ein Stencil Table. Zack, kriegen wir auch lauter Bücher. Ein Fool Station. Was, eine Fool Station? Fool Station. Aber ich kann dich auch gerne zum Fool halten, wenn dir das lieber ist. Oh, ich habe irgendwas verbockt. Weil du meine Struktur kaputt gemacht hast. Du bist immer so leicht aus dem Konzept zu bringen, das macht richtig Spaß. Da sind zwei raus. Und da ist ja nur eins raus, hä? Chest, ich glaube, wir haben jetzt alles. Nee. Gucken, was stelle ich diesen hin, hier so in die Ecke vielleicht. Sieben, dann zwei rein. Dann nochmal zwei rein. Hier bauen wir das fertige Werkzeug. Das heißt, du hier hin, du dahin und du dahin. Machen wir hier die Pattern, die kommen da rein. Hier stellen wir mit den Pattern was her. Und da können wir dann, passt. Dann brauchen wir ganz am Anfang natürlich einen Axtkopf. Hier hin und einen dummen Stock stelle ich mir so her. Nee, brauche ich nicht, wir haben noch genug. Das heißt, wir haben irgendwo schon Flint, jawohl. Außerdem stelle ich mir nämlich den Kopf für die Axt her. Falscher Tisch. Der ist dann 6, 7, ja, ich hab's. Hans geschafft. So rum. Und damit habe ich schon mal eine Axt. Mit ein bisschen Mining Speed und die sogar ein bisschen Schaden macht. Also hat sogar schon einen Modifier möglich. Cool. 3. Oder zählt da hinten und baut? Ja, ich bin noch mega konzentriert. Nicht schlimm, ich bin am Überlegen, was ich jetzt machen wollte. Ich kann jetzt zur Not auch mal auf den Gegner hacken, aber ich glaube, ich gehe mal eher Richtung Bett. Es sieht so aus, als würde es Nacht werden. Ja, noch ein bisschen. Oh, ich hab noch 20 Gegen Holz. Brauchst du noch? Nee, ich glaube. Geh einfach mal trotzdem noch ein bisschen holen, dafür war ja die Axt. Ich glaube, ich bin fertig. Wow, ich hab schon was geschlafen. Nein, ging auch nicht. Kann sein, dass hier gleich Monster spawnen. Ich hab jetzt eine Axt mit 5 Schaden. So, dann geh ich halt mal ratzen. Wie gesagt, eben ging es noch nicht. Ich hole einfach mal das Holz noch mit. Dann haben wir lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Ja, jetzt brauche ich noch Spruce-Wood. Und der hat wieder falsch einsortiert. Das gibt's ja nicht. Ah. Ja, wenn wir erstmal ein ME haben, dann gibt es kein falsches Sortieren mehr. Habt ihr gehört, wie der träumt? Ich sag ja, wenn wir erst eins haben, das dauert halt hier ein bisschen länger. ME. Mephisto ist so gutgläubig, das gibt's gar nicht. Oder ein Träumer. Nennen wir es doch Träumer. Ja, ich bin ein Himmelsträumer. Ich träume davon, auf einer riesigen, im Himmel schwebenden Plattform zu stehen. Ja, Ach nee, Moment, das tue ich ja schon. Das ist kein Traum. Wach auf. Meine Aussage ist auch gut, es ist kein Traum, aber ich soll trotzdem aufwachen. Finde den Fehler. Das war Absicht. So, und auch hier pflanzen wir wieder. So, wenn ich mich jetzt nicht verbaut habe, dann... Ne, das sieht gut aus. Dann passt es. Plattform fertig. Müssen wir jetzt nur noch mit Erde ausfüllen. Ja, Erde haben wir leider gerade gar keine. Wir brauchen unbedingt wieder mehr Erde. Ich brauche noch ein paar. Ich muss mir noch ein paar Fackeln machen. Denk dran, Charcoal benutzen. Ansonsten ja, wird, ja.
Mit einem Stamm kannst du 6 weitere umcharcoalen. Blöden Bäume wachsen schon von alleine. Bist du wohl zu langsam. Du willst doch die ganze Zeit Birkenholz haben. Ja, jetzt brauche ich keine mehr. Jetzt bist du durch mit Birke. Oh. Gut, dann klopfe ich selbst. Also doch, ja. Hammer. Wir brauchen schon noch, aber für den Moment habe ich ausreichend gehabt. Ein Hammer wäre jetzt sinnvoller, damit wir uns wieder Erde machen können. Was wollte ich jetzt noch tun? Das Holz können wir mal zurückpflanzen. Eins von denen brauchen wir noch. Gesehen, es gibt Solargeneratoren. Ja, ja, du hast hier doch relativ viele Technikmöglichkeiten. Sonst hätte ich dich ja gar nicht mit ans Boot geholt. Ja, nee, sonst wäre es auch zu langweilig. Nur Skyblock kann ich mir nicht gut vorstellen, aber mit Sky Factory, mit dem ganzen technischen Schnickschnack, klingt alles sehr interessant. Und es ist halt wahnsinnig schwer, bis man erstmal dort ist und alles sehr umständlich zu ergattern. Mich würde mal interessieren, ob wir überhaupt Nether Ores haben. Habe ich nicht danach geschaut. Ja, Quarz gibt's. Na, ich meine wirklich die Nether Ores. Also sprich, wenn man erstmal in die Nether kommt, kann man dort auch normale Erze farmen. Minikunden, Netherrack, Compressed Netherrack, Netherrack. Du meinst es, nee. Der Mod heißt Nether Ores. Ach so. Ich hab keine Ahnung, wie man den sucht. Im Verzeichnis. Nee, es sieht nicht so aus. Schade. Du meinst für Kobalt und das ganze Zeug? Nee, das gibt's trotzdem. Anders gäb's halt einfach Nether Eisenerz, Nether Kohle und den ganzen Kram. Ah, okay. Aber damit könnte man ja das extrem komplizierte Herstellen irgendwann ganz einfach umschiffen, wenn wir es mal schaffen, in die Nähte zu kommen. Wir werden es schaffen, wir müssen nur irgendwie gucken, dass wir dann eben... Wow. Was, wow, weil ich hier entgegengekommen bin? Ja, ja. Dass wir... Kann ich ja mal von der Plattform schubsen? Warte, ich hau dich mal. Dann schauen wir mal. Wir müssen halt irgendwie Lava erschaffen. Das kommt als nächstes im Crucible. Dafür müssen wir, glaube ich, mehr Ton und Bone Meal haben. Und das Gute ist ja, wir bauen hier Holzplattformen. Das heißt, wenn es erstmal brennt, dann... Dann richtig. Haben wir Spaß. Wir machen ja keine halben Sachen hier. Nein. Wie ich meinen Zuschauern schon gesagt habe, auf der anderen Seite möchte ich eine genauso große Plattform wie diese hier. Also, wo die Bäume wachsen, bauen aus Cobblestone. Das kann man am Anfang relativ klein halten, damit es nur darum geht, da mal das Netherportal hinzustellen oder einen Cobblestone-Generator oder wie auch immer. Du hast da natürlich schon wieder ganz andere Fantasien, das weiß ich. Ja, der ist rechts auf der Seite ganz unten. Das wäre schon mal nicht schlecht, weil damit hätten wir genug Schamas, die man permanent sieben kann. Was, rechts auf der Seite ganz unten? Auf der Buchseite. Achso, die Tinkers Construct-Dinger habe ich erledigt. Mach Lehm, indem wir Staub in Wasserfässer füllen. Soweit bin ich noch nicht. Bin ja in der letzten Folge einmal ganz kurz im Schnellverfahren durchgegangen, so was alles am Anfang zu tun ist, aber das ist meiner Meinung nach relativ langweilig. Machst du Erde oder was machst du? Ich bin gerade am überlegen, ich möchte eigentlich die Bäume klopfen und habe schon wieder welche gefällt. Ach, du hast wieder Holz gemacht. Ja, wir haben jetzt jede Menge Holz. Na, das ist auch gut. Sortier's bloß richtig ein. Mein Holzstaub. Runa läuft auf der Stelle. Er tritt auf der Stelle, man hat's gehört. Stampf, 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 stampf. Er hat mir einfach mein Holz geklaut. Mein Holzstaub. Blub.
So. Dann sollte ich mich vielleicht schon mal um die Monsterfalle kümmern. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber... Das funktioniert und zwar hervorragend. Weil du kannst die ganzen Zombie-Sachen, Rotten Flesh oder so, die kannst du ja auch alle in den Kompost hauen. Ja? Wie viel geben die? Weiß nicht. Ja. Weil ich hab's ja schon mal mit den komischen Seitenwürmern versucht, da gibt einer 4% und normalerweise geben sie 12,5 und dann wirft man halt 8 Sachen rein, das reicht für den Block. Rotten Flesh sind 10%. Naja, immerhin. Ja, ich meine, du musst bedenken, wenn wir eine Monsterfalle haben, haben wir davon mega viel. Ja? Ich stell mir so eine Holzmonsterfalle gerade vor. Die wird gigantisch geil. Ja, das überlasse ich dir. Die wird Jairo, Jairo. Oh, wir sind schon... Oh Gott. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir müssen aufhören. Uah. Ich dachte eher, wir müssen langsam mal was zum Mittagessen machen. Ja, das vielleicht auch. Aber wir sind schon bei 21, die 22. Minute läuft. Das heißt, wir müssen jetzt Feierabend machen. Nein, was tust du? Ich habe die Erde gesiebt. Warum? Da hinten brauchen wir noch Erde. Ach so, ja... Egal. Ich pflanze noch hier die Zäune. Und dann ist Feierabend. Nein, falsch gepflanzt. Aber nur noch 5 Blöcke, Mami. Nein, dann geht's schlafen. Wie immer, wenn ich schnell mache, dann hau ich immer die Blöcke daneben. So. Das sieht schon ganz gut aus. Finde ich zumindest. Wir haben hier genug Nahrung angebaut. Also verhungern werden wir nicht mehr. Nein. Und die Bäume wachsen auch und ich werde nächste Folge anfangen, hier die Monsterfalle zu bauen. Und dann sehen wir uns wieder. Ich bedanke mich für Mephisto, für seine Teilhabe. Schau doch auch mal bei ihm vorbei. Ja, ich bedanke mich fürs Mitmachen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, Minecraft. Ciao.